Hallo Leute, was steckt hinter der philosophischen Richtung des Existenzialismus, die ja sehr bekannt ist? Nun, Sartre fasste es so: Die Existenz geht der Essenz voraus. So hat er den Existenzialismus definiert und so will ich ihn auch definieren. Aber was heißt das? Existenz ist klar, Essenz bezieht sich auf eine lange philosophische Tradition der Ontologie, der Seinsphilosophie, in der man zu ergründen suchte, was die Welt ist, was der Mensch ist, und man hat dafür Begriffe gefunden, Definitionen gefunden. Zum Beispiel, der Mensch ist ein göttliches Wesen, der Mensch ist ein Vernunftwesen, der Mensch ist ein biologisches Wesen. Gibt es auch die Richtung der Anthropologie in der Philosophie, die sich damit beschäftigt, was der Mensch ist. Sartre und die Existenzialisten sagen aber, diese Wesensbestimmungen sind rein theoretischer Natur. Zuerst existieren wir, dann definieren wir den Menschen als Punkt, Punkt, Punkt. In Wirklichkeit, so sagen die Existenzialisten, existiert jedes Individuum für sich. Er lebt die Welt und schafft für sich individuell Wesensbestimmungen, die aus der Existenz, aus dem Erleben der Welt erst folgen und deshalb sekundär, nachrangig, zweitrangig sind. Das ist Existenzialismus in der allgemeinen Erklärung. Zuerst existieren wir, dann definieren wir uns, dann bestimmen wir unser Wesen. Das heißt, der Mensch ist nicht, zum Beispiel der Mensch ist nicht eingeordnet in eine Hierarchie, in eine kosmologische Ordnung, in der Gott oben steht, der Mensch unten, in der das alles so und so geformt ist und der Mensch wird definiert, indem er Teil dieser Ordnung ist. Das wäre auch sehr antik, der Mensch als Teil des Kosmos und so. Ne? Das wäre auch ein großer Klassiker, aber so verstehen Sie es nicht. Der Mensch steht erstmal in seiner Existenz für sich. Er lebt die Welt mit Tod, mit Glück, mit all diesen Geschichten, die ihn prägen und beim Tod letztendlich prägen. Er ist auf die Welt geworfen. Er muss sich in der Welt, er muss hier die Welt erleben. Und daraus erst folgen Definitionen. Das ist der Existenzialismus in der allgemeinen Definition. Natürlich haben dann Sartre und die anderen Existenzialisten jeder für sich noch die Details ausgearbeitet und man kann doch weiter darüber diskutieren. Ein Gedanke ist mir aber noch wichtig. Existenzialismus bedeutet nicht automatisch Atheismus, also Gottlosigkeit. Man kann ja zum Beispiel auch so diskutieren, Gott ist das einzige Lebewesen oder die einzige Person, das einzige Dasein, da wird schon schwierig mit den Begriffen, Wesen will ich ja jetzt nicht sagen. Gott ist das Einzige, ist der Einzige, ist die Einzige, ist das Einzige, bei dem die Existenz, die Tatsache, dass Gott existiert, allen Wesensbestimmungen vorausgeht. Also Gott ist und erst nachrangig ist Gott gut, ist Gott der Logik unterworfen, ist Gott so und so, sondern zuerst ist Gott. Erst danach definieren wir ihn. Oder erst danach definiert er sich selbst. Und wenn wir ihn ansprechend definieren, ist das sowieso nochmal eine andere Ordnung. Denn wir haben ja unsere menschlichen Muster, die uns ohnehin beschränken. Aber selbst bei Gott, zuerst existiert er und dann sozusagen definiert er sich, indem er agiert. Aber es gibt nichts, was der Existenz Gottes voraussteht. Also zum Beispiel zu sagen, wie die alte Philosophie, Gott ist das Gute, wäre schon falsch. Weil Gott steht über dem Guten. Gott steht über der Logik. Gott geht all dem voraus.
Gott geht allen Begriffen voraus. Gott steht über den Begriffen, über den Theorien. Und das ist auch ein interessanter Gedanke, den ich auch sehr attraktiv finde. Also nochmal, Existenzialismus heißt, die Existenz geht dem Wesen voraus. Der Mensch existiert vor allen theoretischen Bestimmungen. Darum geht es. Ich hoffe, mein Video hat euch weitergeholfen. Und wenn ihr noch Fragen habt, einfach in den Kommentarbereich des Videos schreiben oder mich sonst wie kontaktieren im Netz. Ich bin ja auch vielfach gegenwärtig und auffindbar. Wenn ihr mögt, gerne mein Video liken, meinen Kanal abonnieren. Da freue ich mich drüber. Und auch für weitere Anregungen zu anderen Themen bin ich jederzeit dankbar. Bleibt dran, bis zum nächsten Mal.